Bis zu dieser Wahl war Stillhalten verordnet. Heute Abend dürfte damit Schluss sein. Denkzettelwahl, Schicksalswahl, wichtigste Wahl des Jahres. Wenn die SPD auch in Hessen absäuft, wollen viele Genossinnen und Genossen aus der GroKo aussteigen. Es sind viel Bewegung und Druck da. Die GroKo, sie taumelt. Volker Bouffier will ja vor allem eines erreichen, dass es keine Mehrheiten gegen ihn gibt. Wir schauen jetzt auf die Uhr, was Sie übrigens hören. Das sind die Glocken der Marktkirche. Die hat schon 18 Uhr, aber es sind noch 10 Sekunden. Oh, jetzt kommt hier schon rein. Okay, wir liegen 0,5% vor den Grünen bei Tagesschau. Jetzt allerdings ist es in 5 Sekunden soweit. Die Landtagswahl in Hessen. Gut, damit das ARD klar, dann gucken wir zum ZDF. 27%, zweistellige Verluste. 27 ist eins drunter. Das ist gleich zur ARD und da sind die Grünen 0,5% stärker. Linke 6,5 leicht verbessert. FDP mit 7 auch verbessert. AfD 13%, das sind sehr deutliche Gewinne. Andere zusammen. Das reicht für Ampel rein prozentual. Ja, aber Ampel ist prozentual genauso stark wie Schwarz-Grün. Ja, für die Grünen ist es raufgegangen, für die SPD ist es runtergegangen und zwar zweistellig. Das ist das schlechteste Nachkriegsergebnis, was die SPD hier eingefahren hat. Das ist eine bittere Niederlage und da gibt es auch nichts zu deuten. Das ist das schlechteste Ergebnis, das uns prognostiziert wird. Seit 1946. Das ist bitter, liebe Genosse, Genossen. Partei auf, wie lange kein Juso-Vorsitzender vor ihm. Kevin Kühnert, die Pose am Mikro so selbstbewusst wie die Ansage. Das, womit wir begeistern wollen, das ist Sozialdemokratie. Ein Zwergenaufstand in seiner Partei. Das ist der kleine Kevin Kühnert. Er will eine SPD, die anders ist. Kevin Kühnert, Kanzlerkandidat. Damit diese Partei wieder das ausstrahlt, was sie verdient auszustrahlen. Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzender ist bei uns. Kevin Kühnert. Kevin Kühnert. Kevin Kühnert. Eine ganze Menge von Linksträumereien. Kevin Kühnert, stellvertretender Bundesvorsitzender. Der Mann mit dem meisten Charisma in der SPD. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Stellen, dass sie so Bilanzfragen zu Andrea stellen, ne? Von wegen hier zwei Regierungskrisen, jetzt zwei Landtagswahlen ganz doll verloren. Ja. Na, wir erwarten, glaube ich, dass du sie anschießt. Runter? Ja. Die Frage ist, glaube ich, suchen wir einen Grund, der gut genug ist und hoch genug aufgehängt ist, um uns einen Exit zu ermöglichen, oder versuchen wir das Ganze wieder ein bisschen zurück in die... Meine Rückmeldungen sind überall, das kann doch jetzt nicht der Grund sein, eine große Koalition zu verlassen und Deutschland ins Nirvana zu stürzen. Selbst sehr Linke, bei mir aus Niedersachsen. Deswegen glaube ich, muss man eine Begründung haben, wenn. Ich bin überhaupt nicht bei denen, die da dran klammern. Aber ich muss eine Begründung haben und da sage ich, das, was ich die letzten 6 Monate erlebt habe, ist eine Demütigung dieser Partei gewesen an vielen Stellen. Und wenn das
in den nächsten 2 Monaten so weitergeht, wäre für mich Schluss. Mir wird ja raus aus der GroKo schon in den Mund gelegt, bevor ich es überhaupt gesagt habe. Ich kann ja kein Interview führen, ohne dass genau die Frage gestellt wird. Das ist ja das, was ich meinte, oder was du mit Zielkonflikt beschrieben hast. Also hängen wir Themen jetzt so hoch auf, dass sie gar nicht erfüllbar sind? Ja, naja, Benni, wir haben 2 Scheißoptionen gehabt und wir haben uns jetzt mal für eine davon entschieden. Die eine Scheißoption war, der dumme Papagei von der SPD zu sein, der genau einen Satz im Angebot hat, nämlich raus aus der GroKo und deshalb nicht mehr gehört wird. Und die andere Option ist halt zu sagen, einen taktischen Weg einzuschlagen, um ein Ergebnis zu kriegen, was wir eigentlich wollen, der aber so intelligent klingt, dass man dem noch irgendwie folgen kann und dass man uns nicht damit abqualifizieren kann, dass die ja sowieso nur das sagen, was sie schon immer sagen und was man von ihnen erwartet und so weiter. Es ist beides scheiße. Ja, deswegen, ich gehe jetzt auch in den Interviews dazu über, zu sagen, ob bei der Frage nach, wollen sie jetzt raus aus der Großen Koalition, dass das keine Nachricht ist und keine Überraschung. Ich habe eine klare Position zur GroKo gehabt, an der hat sich nichts geändert. Und wenn Sie mich nach meiner Einstellung fragen, dann bin ich dafür, dass wir da morgen raus sind. So, aber Politik orientiert sich nicht an meiner Einstellung oder an meinem Wünsch dir was, sondern ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten zu meinen politischen Zielen zu kommen. Und das ist die Strategie, die ich jetzt dafür anwende. Punkt. Morgen konkret weitergehen, da tagen ja auch die Parteigremien. Ja, morgen lässt sich so etwas wie die Fieberkurve messen. Wirklich ernst wird es am kommenden Sonntag, wenn SPD und CDU ihre Klausuren abhalten. Gut, Kevin twittert Gags. Das ist nur auf den ersten Blick ein Gag. Es ist scheiße zum Kommunizieren. Ja, will nicht Pressesprecher sein in der Situation. Aber dafür hat man ja welche. Dafür hat man ja welche, genau. Wir sehen uns morgen. Kevin, wir stimmen uns ab. Ja. Mach's gut, ne? Danke. Gut. Hallo. Hallo. So, jetzt nochmal Ruhe. Hi. Hallo. Hi, Tom. Ja. Die Leute sagen, weiß nicht, wofür die SPD steht, weiß nicht, was ihr großes Projekt ist. Sie sollte raus aus der Koalition, sie sollte sich außerhalb erneuern. Die Mitglieder wollen nicht mehr an der langen Leine gehalten werden mit Aussagen, wieso kann es nicht weitergehen, sondern die wollen jetzt konkret wissen, unter welchen Bedingungen arbeiten wir hier weiter und wann machen wir auch einen Schlussstrich drunter, wenn halt nichts weiter passiert. 2-stellige Verluste für die, die sich immer noch so gerne Volksparteien nennen. Nach der Landtagswahl in Hessen beraten die Parteien heute über ihr weiteres Vorgehen. Darüber, dass die SPD keinen Markenkern mehr hat, dass die Menschen nicht wissen, wofür sie steht. Dass die Volksparteien zum Teil größere Probleme haben, das ist schon länger absehbar. Doch die Frage ist immer, was folgt jetzt daraus? Wir schauen auf den anderen großen Verlierer der Hessenwahl. In der CDU geht die Ära der Vorsitzenden Merkel offenbar zu Ende. Auf dem nächsten Bundesparteitag werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Viel wichtiger ist aber noch, was macht die SPD? Huhu. Hi. Guck mal, ihr seid jetzt der Snackraum. Bitte schön. Dankeschön. Hat sich daran gewöhnt? Der wird mal so zugebombt mit irgendwelchen Fressalien als Gastgeschenken. Ja. Ich hätte noch eingemachte Wurst. Ja, vielleicht freut sich Marike darüber. So, da ist er schon. Ich geh rüber. Kühnert, hallo. Nee, das finde ich, das fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also die Frage kommt ja natürlich häufiger, ob man sich jetzt bestätigt fühlt, irgendwie in allem, was man das ganze Jahr über schon gesagt hat. Und die Antwort ist ein klares Jein. Alles klar. Ciao. So. Partei neu aufstellen, auch personell neu aufstellen oder bleiben Sie als Parteivorsitzende im Amt?
Also eine personelle Neuaufstellung ist nicht in Rede in der SPD. Okay. Ich habe auch einen Kommentar von dir zu Merkel erstmal abgesagt. Was soll ich denn da sagen? Ja, ich wollte mir auch fragen. Nette Frau, wünsche alles Gute fürs weitere Leben. Also, Grüß dich, Ralf Heim. Also ich muss jetzt erstmal gleich in diese Sitzung rein und gucken, was die überhaupt zugestehen heute. Ich würde es ihnen einfach versuchen, möglichst undramatisch zu verkaufen, als sie müssen auch gar nicht zurücktreten, sondern wir ziehen einfach den regulären Parteitag vor, weil die Stimmung so nervös ist in der Partei, dass es alles keinen Aufschub mehr duldet. Ich schreibe einfach nachher mal, wie es gelaufen ist. Danke dir, ciao. Der Parteivorstand diskutiert wieder einmal, was sich verändern muss. Es geht um Glaubwürdigkeit, um Vertrauen, um das Profil der SPD. Die Inhalte seien im GroKo-Streit zu oft in den Hintergrund gerückt. In diesem Sitzungssaal stehen so viele Elefanten, da steht nicht ein Elefant drin, da läuft eine ganze Herde im Kreis, permanent. Ja, wenn diese Dieselnummer, alle, das ist für alle nachvollziehbar. So, ich habe dieses Dieselbeispiel und ein paar andere auch aus den Wahlkämpfen aufgemacht. Und alle sehen das so und mittendrin sitzt Stefan Weil und alle wissen, dass er hier der Autopapst ist und wir seinetwegen auch nicht richtig auf den Punkt kommen in der ganzen Nummer, aber es spricht keiner an. Das ist ein Drama. Ja, Köster, hi. Geht um den O-Ton mit Kühner. Wir machen jetzt ein Sammelstatement, weil es halt so viel quasi Interesse gibt. Aber Sie können auch Rückfragen stellen. Wir haben jetzt gesagt, 15 Uhr in der Passage Willy Brandt raus. Super, wunderbar. Ja, danke, ciao. Wo ist meine Jacke? Habe ich die oben gelassen? Nein. Gut, dann werde ich jetzt mal eine Runde frieren müssen. Scheiße. Also wenn wir total in Personalscheiße abgleiten, da habe ich keine Lust drauf. Ja, dann beenden entweder selber oder irgendwann sage ich, wenn ich denke, ist gut. Ja. Bitte hinter dieses gelbe Säckchen. Das habe ich mir gedacht. Und zur Strategie gehört jetzt für die Sozialdemokratische Partei, inhaltliche Konflikte vorzubereiten, die den Unterschied zur Union rausarbeiten und die gleichzeitig die Grundlage für eine neue Wahlkampagne, wann auch immer genau, bilden können. Denn darauf sind wir im Moment nicht vorbereitet. Letzte Frage bitte. Müsste Andrea Nahles eigentlich jetzt zurücktreten? Ich halte es zur Frage mit Andrea Nahles ganz genauso, wie ich es Anfang des Jahres bei Martin Schulz auch getan habe. Die Sozialdemokratie, und zwar nicht nur in Deutschland, ist in einer so tiefgreifend schwierigen Situation, dass sich jegliche Vereinfachungsversuche, die sich auf eine Person beziehen, von alleine verbieten. Ich möchte die Person gezeigt bekommen, die ernsthaft von sich selbst behauptet, mit ihr an der Spitze würden wir viel besser im Moment dastehen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Was machen wir da? Gleich in 5 gleich. Handschuhe haben wir. Nee, deine Jacke. Ach so, ja. War irgendjemand von der Pressestelle draußen? Nee. Gut. Aber die wussten, dass wir es machen. Ja, die werden auch Phoenix haben, ne? Die waren live drauf. Hm? Phoenix war live. Okay. Der Tenor an der Basis ist eindeutig. Sie sieht die Hauptverantwortung für das schlechte Abschneiden in Berlin. In den Frust mischt sich Ratlosigkeit, wie und ob es in der GroKo weitergehen soll. Über mögliche personelle Konsequenzen in der SPD spricht die Parteiführung heute nicht. Es muss jetzt mal Schluss sein mit diesen Ritualen aller so kann es nicht weitergehen oder die Geduldsfäden sind sehr gespannt. Ich verabschiede mich für heute Abend aus Berlin.
Ciao. Hallo Ralf, grüß dich. Oh, puh, guter Punkt. Die Frage wäre für mich so ein bisschen, wie kommentierst du die CDU-Abläufe im Moment? Also was heißt das für uns? Weil da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher gerade. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass vorhin bei der Pressekonferenz mit Andrea niemand die Frage gestellt hat, die eigentlich ja offensichtlich ist, wenn die Union Konsequenzen zieht in Form von Personal, warum das bei uns nicht passiert. Das ist natürlich eine unangenehme Frage, aber eigentlich liegt die ja auf der Hand. Ja, na klar. Alles klar. Ciao. Hast du ernsthafte Sitzhaltung angemacht? Ich hab doch gerade eben sich gesagt, ja super ich. Weird, Alter. Natürlich. Okay, Denkt irgendwie, der Coffee to go ist ausgelaufen. Sollt ihr nochmal up to date bringen, was gleich passiert? Ist egal. Ja, sag ruhig nochmal. Also 19.50 geht's Warm-up los, dann musst du wahrscheinlich. Nee, musst du nichts machen. 20 Uhr geht's los, alles klar. Du bist ziemlich spät dran, ne? Nach einer halben Stunde, also erst so 8:30 ungefähr am Start. Florian Schröder leidet auf jeden Fall immer sehr mit der SPD. Ich weiß nicht, ich habe ja manchmal ein Problem mit Satire, also politischer Satire. Ja, aber er macht das ganz intelligent. Also es ist halt hier nicht so dieses moralinsaure Zeug wie bei Die Anstalt oder so. Ja. Hier habe ich mal demonstriert. Gegen Stuttgart 21. Nein, das ist nicht mal. Selbstverständlich. Das ist ein Wutbürger oder was? Ja, damals, als das noch die Hochphase war. Ich habe hier für Dennis Fitzgeralds Freilassung demonstriert. So sieht's mal aus. Das war vielleicht ein bisschen sinnvoller als meine Demo. Machen. Wir können auch einfach reingehen und sagen, wer wir sind. Hallo. Ich bin Gast heute Abend. Wo muss ich denn hin? Da rein? Also Gast auf der Bühne, nicht. Ach so. Ja, okay. Genau. Dann komm mal mit. Benni, ich glaube, wir sind versorgt. Also wir brauchen neue Gesichter, wir brauchen eine Teamstruktur, die tatsächlich zusammenarbeitet. Ich bin persönlich mittlerweile so weit zu sagen, wir müssen auch über Doppelspitzen nachdenken, vielleicht nicht auf jeder Ebene, aber ja, also ich genauso. Es ist ein Erkenntnisgewinn der letzten 3-4 Monate bei mir. Ich glaube einfach nicht, dass egal wer an der Spitze ist, dass diese Last auf den Schultern einer Person noch zu tragen ist. Es ist einfach zu viel. Es sind so viele Fliehkräfte. Meine
Unser nächster Gast, meine Damen und Herren, muss getröstet werden. Wir sind sehr stolz, dass er sich heute Abend nach diesem Desaster in Hessen überhaupt traut, vor die Tür zu gehen und dass er sich dann auch noch vor ein Publikum stellt. Das zeugt von Courage. Er ist die Erneuerung dieser Partei. Bitte begrüßen Sie Kevin Kühnert. Herzlich willkommen. Tatsächlich stammt ja von dir der Satz, du kannst dir das schon vorstellen, weiter Karriere zu machen, auch Abgeordnete zu sein, aber dein Seelenglück hängt nicht davon ab. Und jetzt will ich auch nicht in Schönheit sterben, deswegen gibt es ja auch dieses Zitat und weiß natürlich ganz genau, wenn man Politik verändern will, braucht man auch, huhu, böses Wort, Macht am Ende dafür. Macht ist in der Demokratie nichts Schlimmes, weil sie auf Zeit verliehen wird und wenn man die selber nicht haben will, dann bekommen sie andere Leute am Ende und wenn man glaubt, dass die damit nichts Sinnvolles machen, dann sollte man tunlichst darüber nachdenken, ob man ein bisschen was davon für eine Zeit auch mal selber abhaben will. So, sollen wir noch ein Foto machen für Instagram? Gerne, so. Gerne. Klar. Wie man das halt so macht. Wo ist er jetzt hin? People coming up to you. I know. Der sitzt hier. Ist Florian hier gerade durch oder? Der sitzt in seinem. Nee, weil ja. Ach, da bist du. Ich wusste gerade nicht, wo du hingelaufen bist. Hier, in die Garderobe. Komm. Einmal hier. Was siehst du? Ein wie sich das gehört. Ein Selfie mit Kameraleuten, die das mitfilmen. Das ist so. Oh, really? Ja. So. Perfekt. Machen wir, sehr schön. Ich danke dir sehr für den Besuch. Das war wirklich toll. Richtig schön. Nee, hat richtig Spaß gemacht. Danke. Super. Dann bist du gleich weg oder? Ich muss. Ja, klar. Nach dem Früh geht es leider auch schon wieder sehr früh raus. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, super. Genau. Ich find das super, was du da machst. Das ist ein schöner tolle... Auftritt letzte Woche bei Hart aber fair. Bei Maischberger war es. Bei Maischberger war es, nicht bei Hart aber fair. Genau. Ach, so. Ja, genau. Ja. Ach, freut mich. Hat mir sehr gefallen. Freut mich sehr. War schön. Auch eine dankbare Runde. Aber... Ja, die war immerhin mal. Hat sich keiner angebrüllt. Ne? Ja. Also, ja. Absolut. Können wir ein bisschen in die Differenzierung gehen. Das war auch schön. Ja. Schön. Viel, viel Erfolg. Danke. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss. So, wir haben alles beisammen. Jawohl. So. Die SPD will den Erneuerungsprozess in der Partei voranbringen. Der Druck, der auf der SPD-Parteichefin Andrea Nahles lastet, er ist riesig. Führt ein Wechsel im Parteivorsitz doch zum Neuanfang einer Volkspartei? Ist Andrea Nahles die richtige Vorsitzende? Soll die Partei in der Großen Koalition bleiben? Ein schwieriger Gesamtzustand der Partei und die Jungen, die den Finger in die Wunde legen. Auch am Wochenende beim Bundeskongress der Jusos in Düsseldorf. Wir wollen gemeinsame politische Erfolge mit unserer Mutterpartei. Dafür reißen wir uns Tag für Tag den Arsch auf. Nur lassen wir uns eben nicht mehr mit billigen Durchhalteparolen, Beschwichtigungen und politischen Antworten von vorvorgestern abspeisen, die nachweislich uns und die gesamte Gesellschaft in die Irre geführt haben, liebe Genossinnen und Genossen. Ich glaube, Bali wird einen positiven Schub heute mitkriegen, auf jeden Fall. Also da haben die Leute auch Bock drauf, gerade auch mit dem Listenvorschlag natürlich dazu. Insofern wird sie ein bisschen die Gewinnerin hier auch sein an dem Wochenende. Und Klingbeil? Ich denke, er wird sich noch mal rechtfertigen müssen zu seinem Sabbatjahr-Vorschlag, den er da gemacht hat. Das hat jetzt nicht alle vom Hocker gehauen unbedingt. Ja, das. Und das hat jetzt auch seinen Anne-Will-Auftritt am Sonntag. Nicht gesehen, ne? Eieiei. Und Frau Nahles-Mung? Ich
habe versucht, alle darauf vorzubereiten, dass es konstruktiv werden soll. Weil sie hat ja nun auch wirklich ein paar Dinger geliefert in den letzten 2-3 Wochen. Und ich finde, es muss schon noch Anerkennung finden. Und ich hoffe, es ist auch heute deutlich geworden, die deutlich größeren Probleme sitzen noch mal ganz woanders und halten hier keine Grußworte am Wochenende. Ja, alles klar. Gut. Danke. Bei der Auseinandersetzung zwischen den Jusos und der etablierten Partei, der SPD, ist es gewissermaßen wie in einer modernen Familie. Man weiß nie so recht, wer eigentlich mit wem streitet. Die Kleinen mit den Großen oder die Großen mit den Kleinen. Juso-Bundeskongress in Hamburg. Und schon war der Konflikt mit der SPD programmiert. Es geht nicht anders, als dass die Jusos für die Partei unbequem bleiben. Aufgabe des Sozialismus und falscher Pragmatismus, das warfen die Jungsozialisten der SPD besonders vor. Wenn deutlich wird, dass die SPD aufgrund ihrer Regierungstätigkeit Prinzipien ihrer Positionen aufgibt, dann meine ich, müssen wir massiv und deutlich Kritik üben. Trotz, aber auch Resignation gegenüber der Mutterpartei beherrschten die Diskussionen dieses Tages. Sind Ihnen die Jusos in ihrer Mehrheit nun auf diesem Weg gefolgt, ein braver, fast lammfrommer Jugendverband der SPD zu werden? Also ich hatte weder vor, die Jusos brav zu machen, noch sind sie das geworden. Stehen die Jungsozialisten links von der SPD? Ich glaube, sie stehen links in der SPD. Sozialdemokratische Wähler wollen eine solche Politik, wie sie von linken Sozialdemokraten und auch von den Jungsozialisten etwa vorgeschlagen wird und nicht das, was man hinter der hamburgischen Senatspolitik vermuten muss. Die SPD wird sich intensiver um ihre rebellische Jugend kümmern müssen. Seit kurzem haben die Jusos eine eigenwillige neue Vorsitzende, Andrea Nahles. Ich glaube, dass wir momentan wirklich aufpassen müssten, dass uns die Partei nicht am Hintern hinten runtergeht. Wir brauchen eine neue politische Führung in dieser Partei. Seit Andrea Nahles im April den Vorsitz übernommen hat, steht sie aus den eigenen Reihen unter Druck. Einer der lautesten Kritiker ist Kevin Kühnert. Er haut Nahles immer wieder die Große Koalition um die Ohren. Ich bin total unschlüssig, was ich bei ihr gleich sage. Ich habe irgendwie lange überlegt, wie ich das, was ich sagen möchte, in kluge Worte fassen kann. Aber sie wollen nicht so richtig kommen. Und daher sage ich es jetzt einfach mal in der ganzen Widersprüchlichkeit, wie ich es empfinde. So, ich arbeite gern mit dir zusammen. Das macht irgendwie Spaß. Ich sehe, wie gut du da bist und wie aufmerksam und wie viel Power irgendwie du reinsteckst und so. Und das verteidige ich auch. Aber ich sehe eben auch, dass wir nicht von der Stelle kommen im Moment. Und dass wir uns das auch nicht mehr lange erlauben können. Ja, so no pressure, ne? Aber du hast natürlich gestern auch nicht vorgelegt. Und Erwartungen geschürt. Also ich glaube, die Presse hat Erwartungen, dass du ihr noch einen mitgibst, oder das muss man nicht bedienen? Nee, das muss man nicht bedienen. So, dann geht's los. Hallo. Toll, dass du es schaffst. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt so weit auskuriert, dass gut. Ich mich noch anstecke. Ja? Nee, alles gut. Wie läuft's denn so? Eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Jetzt, lass uns mal nach hinten rein. Ja, wir haben noch kurz Zeit im Backstage. Ja. Dann sind wir im Warmen. Salbei. Ist das Salbei? Ja, oder? Oh, okay. Ich glaube zumindest, dass das Salbei ist. Dann lieber nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht richtig gesund. Ich war die ganze Woche krank. Ne? Ich habe heute das Problem, dass ich keine Luft habe. Okay. Das heißt, ich kann nicht so reden, wie ich das gewohnt bin. Das muss ja nicht schlimm sein. Aber diese Woche inklusive Ferkelkastration. Ich hoffe, du hast nichts zu Ferkelkastration gesagt, oder? Nein, habe ich nicht. Nein. Wir können auch offen. Ich bin auch kein Vegetarier oder so. Das ist alles in Ordnung. Also. Ich bin ja auch nicht für Ferkelkastration, Leute. Es ist also wirklich so eine Gewissensentscheidung und so weiter. Ich hab mir die namentliche Abstimmung angeguckt und war echt platt, wie viele Leute von uns abweichend gestimmt haben und auch Leute, die sonst nie abweichend stimmen, wo ich mir so denke, also wenn ihr euer Gewissen mal entdecken wollt irgendwo, müsstet jetzt bei der Ferkelkastration, Ute Vogt, hat die in ihrem Leben irgendwann mal gegen die Fraktionslinie gestimmt? Die war früher Tierschutzbeauftragte. Ich möchte dir das nur mitteilen. Sie war in der letzten Legislatur die Tierschutzbeauftragte. Okay. Und daher, also du glaubst gar nicht, Ute Vogt hat sich hingestellt und hat gesagt, Jungs in der Fraktion, denkt an eure und dann, ich saß da und ich hatte ein Bild gemacht, alle Jungs wurden blass, ne? Und ich, und sie hatte, und ich war schon bei einer Ferkelkastration, ich komme ja vom Lande dabei.
hey, das ist nicht zu vergleichen. Das ist und ich hätte sie ermorden können. Ich hätte sie in dem Moment ermorden können. Wollen wir rein? Nimm ruhig mit den Tee. Oder? Genossinnen und Genossen, liebe Jusos, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir in der Partei eine harte Debatte gehabt über GroKo, ja oder nein. Ich habe gehört, dass Kevin, ich habe die Rede nicht selber verfolgen können, weil ich leider die letzte Woche ziemlich krank war. Ich habe mir das sagen lassen, du hast gesagt, ihr müsstet davon nichts zurücknehmen, was ihr damals gesagt habt. Ja, das erwarte ich überhaupt nicht. Ich sage aber auch, es gab dann eine Entscheidung. Manchmal mit der Faust in der Tasche. Aber es ist beschlossen worden. Und das ist der Punkt, mit dem ich nicht leben kann und die Partei auch nicht leben kann. Diese Entscheidung ist im Grunde genommen nicht wirklich akzeptiert worden. Ich sage es mal zugespitzt. Es ist zugespitzt. Machen wir Brückenteilzeit oder beschließen Parität, einen sozialen Arbeitsmarkt. Egal, ich könnte zig Beispiele nennen. Schützen wir Mieter, was von den Jusos kommt, ist immer, das reicht nicht. Raus aus der GroKo bei jedem Konflikt, den wir haben mit dem Koalitionspartner. Ich sage, ich habe es zugespitzt, dass diese Debatte so für die SPD auf Dauer nicht geht. Und ich sage das deswegen, weil wir nach draußen wirken, als wären wir mit uns selbst nicht im Reinen. Ja, ja, das ist, ja, nur zu. Liebe Andrea, eines will ich nicht auf uns sitzen lassen. Du hast gesagt, was dann von den Jusos häufig kommt, wenn da Kompromisse, die notwendigerweise zum Arbeiten in der Koalition dazugehören, wenn die kommen, dann komme von den Jusos immer nur, das sei zu wenig oder raus aus der großen Koalition. Ich glaube, viele hier im Raum haben den Eindruck, nach jedem neuen Skandal, den es in dieser Koalition gibt, kommt von der Parteispitze immer nur eines zurück, nämlich so geht es nicht weiter, das war jetzt das letzte Mal, jetzt war es das allerletzte Mal, dass wir das so haben durchgehen lassen. Der Geduldsfaden ist gespannt, er ist sehr gespannt, er ist kurz vorm Reißen, er ist sehr, sehr kurz vorm Reißen. Liebe Andrea, danke dir, dass du dich der Diskussion hier stellst. Ich schätze die Zusammenarbeit mit dir, die Diskussionskultur im Parteivorstand. Ich kann damit was anfangen. Man merkt, wenn gelernte Jusos an der Arbeit sind. Aber ich möchte dir eben auch klar sagen, die Geduldsfäden, um das auch von unserer Seite zu sagen, sind sehr, 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 sehr gespannt bei den Jusos. Und irgendwann reißen sie tatsächlich auch. Und ich möchte gerne, dass wir mit dir zusammen das auf die Reihe bekommen. Aber wir haben nicht mehr ewig Zeit dafür. Und dieser Verband und diese Partei erwarten Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Sie erwarten, dass unsere Parteispitze bereit ist, sich mit den Großen, den Mächtigen, den Reichen in dieser Gesellschaft anzulegen. Das ist die Erwartung, an der wir dich und die anderen messen werden. Verschleppt das auch gerade ein bisschen alles. Also, was nach Hause. Vielen Dank nochmal. Ja? Nicht krank, sag ich. Nee. Wir haben immer gesagt, der Erneuerungsprozess kommt am Ende nicht aus, ohne dass es auch eine personelle Erneuerung gibt. Wie gehen Sie damit um, wenn einige sagen, das könnte der neue Vorsitzende sein? Ja gut, das glaube ich, also mir schmeichelt das jetzt auch nicht oder so, sondern das ist ja eine schwierige Situation für eine Partei, wenn Leute beim Gedanken an die Parteispitze irgendwie auf den Vorsitzenden der Jugendorganisationen kommen. Auch ich und die Jusos müssen erst noch zeigen, dass wir jetzt die Popularität und die Zustimmung, die wir zweifelsohne in diesem Jahr gewonnen haben, dass wir die auch für die richtigen Sachen nutzen können. Deswegen habe ich auch meinen Verband selber gestern dahingehend ermahnt, mit großem Zuspruch kommt auch große Verantwortung und die müssen wir jetzt auch ausfüllen können und das würde ich gerne erstmal nächstes Jahr zeigen. Ja.